Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers mit dem Nekromanten Solofein. Und wir werden natürlich weiter mit den Aufgaben machen, die wir noch bekommen haben von den Leuten hier auf dem Jahrmarkt. Bevor das aber losgeht, habe ich gesehen, ich habe hier ein Beutel für Sammelgegenstände. Den würde ich wohl mal gerne setzen. Die kleine Tasche, die kann ruhig weg. Die löschen wir einfach. Dann kann ich nämlich hier entspannt mein Sammelzeug reintun. Das brauche ich dann ja wahrscheinlich später nochmal, wenn ich in der Stadt bin und ein Handwerk erlernen möchte. Dann kann es nur von Vorteil sein, wenn ich den Klüngel dabei habe. Passt gar nicht mal alles da rein. So, und dann machen wir auch noch ein bisschen Ordnung hier. Moment. Am besten nach Nummern sortiert. Das packen wir in die Mitte. Das ist der Rucksack Nummer 1. Die 2 darunter. Ja, so halbwegs passt das. Dann machen wir hier die 4 hin. Ja, viel Platz habe ich da noch nicht, um mein Chaos, was später entstehen wird, einzusortieren. Aber das gibt sich noch alles. So, da tun wir das noch rein. Das war auch noch ein Harvest. Das ebenso. Ja, ich sortiere das mal gerade so ein kleines bisschen. Dann haben wir hier so die Harvests. Da haben wir die Hausgegenstände. Disembled Storage Box. Ah, eine Storage Bank Box. Da können wir dann 36 Sammelgegenstände in unser Bankfach tun. Das ist natürlich gut. Die Frage ist nur, von wo aus habe ich denn Zugriff auf mein Bankfach? Das ist auch noch ein Sammelgegenstand, auch noch da rein. So, dann haben wir mal ein bisschen sortiert. Und ich habe erschreckend festgestellt, dass ich eine furchtbare Sortierung hier unten hatte. Und irgendwie haben sich einige meiner Fähigkeiten aus der Schnellleiste hier entfernt. Das müsste jetzt eigentlich korrigiert sein. Die müssten jetzt wieder alle da sein. Dieses Messer konnte ich, glaube ich, nicht verkaufen, ne? Ne, das war das Anfängermesser. Oh, ich behalte es noch ein bisschen. Wer weiß. Ist ja ein Erinnerungsstück, ein Familienstück. Da kann ich mich nicht so einfach von trennen. So, wir gehen. Die Vampire da oben, das war... Gelb. Das gehört dann zu den schweren Sachen. Ich arbeite das jetzt mal der Schwierigkeit nach ab und fange mal mit der grün eingefärbten Quest an. Das ist die hier unten, müsste das sein. Ja. Ach, unser Begleiter. Der fehlt ja. Mal wieder. Schon. Das ist aber nicht schlimm. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Ach so, ja, hier müssen wir ja auch noch mal rein, wenn wir schon mal da sind. Warum nicht?
geht trotzdem, obwohl es dunkel war. Da ist eigentlich das Zeichen dafür, dass es dann ja nicht aktiv ist. Okay. Umso besser. Oh, schön, eine Schatztruhe. Und tatsächlich etwas da drin, was wir gebrauchen können. Super, gleich abschreiben und verbessert. Ja, die Fledermäuse sind einfach cool. Die Animation ist ja nicht jetzt besonders aufwendig, aber ich finde sie trotzdem so cool. Passt so richtig gut zum Nekromanten. Wäre natürlich auch nett mit einem Vampir als Rasse und Nekromanten als Klasse und dann diesen Vampirzauber. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Acht Stück davon insgesamt. Und die Alerika, die steht da vorne. Die sollen wir auch noch aus dem Weg räumen. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Aber irgendwas stimmt mit unserem Begleiter nicht, ne? Der ist gar nicht in der aktuellen Stufe, sehe ich gerade. Wir hatten den doch schon mit Rüstung an. Da habe ich mir bestimmt die falsche Fähigkeit da reingezogen. Und da, die kann ich auch gar nicht rausziehen, sehe ich gerade. Also, einmal das. Und dann bei den Spells. Undead Knight 2 ist das, genau. Die verbesserte Variante. Ja, siehst du, wir kennen uns doch. Ich kann sagen, es ist mir eben gar nicht erst aufgefallen, dass der gar nicht seine Rüstung anhat. Wobei er auch vom Typ her jetzt ein anderes Skelett ist. Cool, Level 14. Eine Verbesserung hiervon. Kabbalistik. Necrotic Reconstruction 2 verbessert. Und, oh, was kriegen wir hier dazu? Necromantic Pact. Ein dauerhafter Zauber, passiv, der auf jeden Fall unseren Begleiter verbessert, das ist schon mal sehr gut. Ja, das war einfach. Jetzt brauchen wir noch einen von den, was sind das hier? Silverflame Adherents. Aber hartnäckig. So, und schnell raus hier. Bevor die wieder alle spawnen. Nicht, dass
dass das schwierig wäre, aber es wäre nervig, wenn ich da wieder erst hängen bleibe. Okay. Wie gefällt dir das? So, das Ding hier. Applies Grizzly Protection to Qualifying Pets. Da das ja offensichtlich nicht aktiv erscheint, weil es so ein bisschen dunkel ist, ist unser Undead Knight 2 kein qualifiziertes Pet, was diesen Zauber erhalten kann. Dafür können wir aber den Necromantic Pact wirken. So, was soll ich denn hier hinten noch machen? Da ging es jetzt darum, Resonant Dust from the Warped Whisplings. Das sind die mit den Federn natürlich. Kiste. Was haben wir denn da drin? Advanced Craftsman Volume 10. Aber hatten wir das nicht schon? Ach nee, 14 hatten wir schon. Okay. Können wir bestimmt gebrauchen, wenn wir mit unserem Handwerk Fortschritt machen. Aber erstmal werden wir uns dann eine Hütte leisten, damit wir unser ganzes Gelumpe da erstmal platzieren können. Ich frage mich gerade, ob ich diese Box hier... ob ich die Box auch in das, ich nenne es jetzt mal Bankfach, im Haus, also im Haustresor, so, das wollte ich sagen, ob ich die Box auch im Haustresor platzieren kann. Das muss ich mal ausprobieren. So, nicht weglaufen hier. Aua, das ist noch Nachwirkung von dem, der hatte irgendeinen Zauber gewirkt auf mich, glaube ich. So, geben wir die beiden Sachen erstmal ab. Da leuchten sogar drei Sachen am Jahrmarkt, auch gut. Ja, die Anfänge sind schon müßig. Also vor allen Dingen auch die Tatsache, kein Reittier zu haben oder keine grundsätzlich schnelle Laufgeschwindigkeit. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn man das dann anders kennt. Auf der anderen Seite finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn ein Spiel auf diese Art und Weise doch versucht, das ganze Geschehen zu entschleunigen. So dieser Kontrast dazu, dass andere Spiele, dass da in anderen Spielen man immer mehr versucht, schneller zu sein,
Gehen, laufen reicht nicht mehr, fliegen muss her und, teleportieren an alle erdenklichen Stellen in der Welt. Das ist natürlich sehr komfortabel, keine Frage. So, ja, Marc, da sind wir. Sehr komfortabel, aber es lässt auch das Spiel oder die Spielwelt als solche auch sehr klein erscheinen. Oder kleiner, als sie eigentlich ist. Wenn ich alleine überlege, was das Einführen von Flugtieren verändert hat für mich in EverQuest 2. Schon gewaltig. I need to collect some resonant dust from the whisperings in the Harrow Glade. Also hier müssen wir dann hin. Die möchte er auch haben. Hello. Wir haben den Stab. Ach so, da mussten wir wahrscheinlich die Allerika für umnieten. Oh, was gibt's denn hier? Ein Adornment. Saberflame-Emblem fürs Haus. Auch ganz nett. Und ein Rüstungsgegenstand. Der tut auch Not. Der wird unsere Werte ordentlich verbessern. Und Hello. Die Schreckenswache. Oh, was haben wir für ein Achievement? Darklight Defender. Darklight Defender heißt Complete 50 Quests in Darklight Woods. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir schon 50 Quests erledigt haben. Das ist ja Wahnsinn. Fühlte sich nicht so an, muss ich sagen. So, wo ist denn der Ring? Oder wir machen das mal so. Einmal Oldschool rüberziehen. Ansonsten haben wir nichts Interessantes dazu bekommen. Ja, gehen wir denn doch, würde ich sagen. Im Questbuch sieht das ja so aus. Wir machen jetzt das mit den anderen Schimmerlingen. Dann haben wir diese Quest. Was sollen wir da tun? Ach so, das ist ein NPC, der wird uns schon angezeigt. Und dann können wir schon zu den Vampiren rübergehen. Und das ist, glaube ich, auch super einfach. I need to summon the tainted Sableflame Avatar. Das müssten wir, glaube ich, auf dem Dach da hinten von dem Tempel machen. Machen wir in der nächsten Folge. Verabschiede mich hier an der Stelle und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.